Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part Let's Battle Play Mario Kart 7 Online. Immer noch der Termin vom 9.02.2013. Mittlerweile der dritte und letzte Grand Prix in diesem Termin. Im ersten Grand Prix sind wir ja schon gefahren, da war ich Mario mit Bolide, Kleinreifen und dem Gleitschirm. Dann im zweiten Grand Prix bin ich ja Scheiger gewesen, der dann sogar Erster wurde mit zusammen mit Brett Larkin, der hier zusammen mit rumschwirrt. Und heute bin ich ja jetzt mal der gute Lakitu. Weil ich mir dachte, warum den nicht auch nochmal fahren? In der gleichen Konstellation, was das Auto betrifft hier. So. Und ja, wir sind hier auf GBA Bowser's Festung 1. Das sieht ganz gut aus im Moment für mich. Das sieht immer zuerst gut aus für mich und meistens lande ich dann trotzdem auf dem dritten Platz. Beziehungsweise schaffe ich es gerade noch so auf dem zweiten. Also soll heißen, ich bin dann plötzlich vom ersten Platz wieder auf den dritten Platz gekommen und dann, ja, ich schaffe es gerade noch so, hoppla, in den zweiten Platz hinein gerutscht. Und ja, heute fahren wir wieder zusammen mit mir Brett Larkin und, wie heißt jetzt nochmal, also Fixalix auf YouTube und hier heißt du Jeremy, genau so hieß du. So, einmal hier rauf. Und ja, haben mich schon in den letzten Parts begleitet. Leider stoßen meistens nicht mehr welche zu. Die Bombe halt wunderbar reingehauen. Genauso war es gedacht. Knapp, ich habe die gerade nicht gesehen. Und Jeremy hat mal wieder seinen Stern. Der König des Sterns. Und ich bin natürlich der König der Pilze. Nein, die Bananen habe ich wirklich gesehen, aber... Ha? Erwischte ich? Nee. Tessa mir vorbei. Aber immerhin gegen diesen Bomben. Und jetzt hast du schon wieder einen Stern. Okay, du bist eindeutig... Der Master oder ein Cheater. Brett Larkin ist so weit weg, alter Schwede. Will ich gar nicht beschreiben. Lande ich tatsächlich auf dem dritten Platz? Das will ich gar nicht hoffen. Und ich schaffe es nicht auf die Piste da, die Rampe. Und jetzt muss ich nochmal Gas geben, vor den letzten Sekunden. Schaffe ich das noch? Und? Nein, das ist ein Ziel. Das war das Rennen. Na, das lief nicht gut. Wir sind dritte geworden. Da ist nur noch Hallo an Brett Larkin und Hallo an Jeremy. Ja, Freunde, ich glaube, wir müssen aufholen, wenn wir noch mehr Erster werden wollen, ne? Sieht nicht so ganz praktisch aus, wie es im Moment so ist. Naja, wir sehen uns gleich im nächsten Rennen wieder. Bis gleich. Oh Mensch, Freunde, das war jetzt kein guter Start. Jetzt müssen wir jetzt hier auf dem Waluigi Flipper vom DS nochmal wieder gut machen. Ich hoffe, das schaffen wir auch. So, bin immer noch Dritter. Und ich fliege mal über die rüber, Freunde, es funktioniert. Ich habe nach oben gezogen, dann nach unten und dann überholt man die tatsächlich. Also, die Taktik, die ich mal aufgestellt habe, die stimmt wirklich. Probiert die mal aus. Ihr habt es ja gerade eben gesehen. Lief wunderbar. Einmal nach oben ziehen und dann, ey, da sind wir in den grünen Panzer reingefahren. Einmal nach oben ziehen, über sie rüberfliegen und dann nach unten schnell, während wir dann kurz vorm Ende sind. Funktioniert wirklich. Nein, Alter, wer hat denn damit jetzt gerechnet? Das war jetzt ein bisschen gemein, fand ich. Ich hätte jetzt erwartet, dass er schon eine Weile vorgefahren ist. Und, eine Bombe? Ich glaube, Brett Larkin hat gerade einen Bob-Omb nach vorne geworfen. Das habe ich nur auf der Karte gesehen jetzt gerade. Das konntet ihr jetzt nicht sehen. Weil ihr die Karte nicht sehen könnt. Das war ja gerade was. Wie kann er so gut werfen, dass das doch gerade noch auf der Strecke bleibt? Hier wäre sogar fast reingefahren. Ich weiß nicht, ob man die sehen konnte gerade, weil ich auf dem unteren Bildschirm geguckt habe, wo die gerade sind. Ich ziehe wieder nach oben und nach unten. So. Hab somit ein kleines bisschen eingespart. Wunderbar. Banane eingesackt, ist mir vollkommen egal. Ich setze mal hier hin. Vielleicht fällt ja mal rein. Schon wieder eine Bombe. Der hat schon wieder eine Bombe geworfen. Ich habe es genau gesehen unten. Ich sehe das. Der ist wirklich gut im Werfen, muss ich sagen, der Gute. Vielleicht sollte ich mal bei ihm lernen, wie sowas funktioniert. So, und jetzt kommt ein grüner Panzer von mir nach hinten. Denn während er gerade den Boost einsetzt, kann er schlecht ausweichen, aber er wird nicht getroffen. Das kommt jetzt sein grüner Panzer und er hat doch einen roten. Was schlecht ist. Und jetzt kommt er. Und jetzt habe ich meinen grünen Panzer, aber... Na, okay, der rote Panzer ist irgendwo abgeprallt. Jetzt hat er wieder seine Bombe. Alter! Brett Larkin kündigt des Bob-Oms. Fixalis 3, oder besser gesagt Jeremy in diesem Fall, König des Sterns und ich bin immer noch König der Pilze. Und der Gute hat jetzt wieder einen grünen Panzer von mir bekommen, aber dafür kommt jetzt der blaue Panzer. Kommt er noch durch das Ding durch? Krieg ich den gleich ab oder? Nee, anscheinend kommt er nicht. Doch, er kommt. Toll. Wie wir es so auch gut so kennen, ne? Wenn der blaue Panzer so in der dritten Runde kommt, aber ich werde nicht eingeholt. Brett Larkin ist sehr weit hinten, aber hat einen roten Panzer und er kommt jetzt auf mich zu. Und jetzt überholt er mich. So, ja, ich würde sagen Gas geben. Das sieht natürlich jetzt schlecht aus. Gut, Jeremy wird mich jetzt so sehr wahrscheinlich nicht überholen. Sollte jetzt nicht noch irgendwie ein Item haben, was ihm dazu verhelfen sollte. Aber er scheint ziemlich weit weg zu sein. Und ich habe meine drei Pilze. Kann ich jetzt nochmal Gas geben? Werde es natürlich auch tun. Ob es uns hilft, ich weiß es nicht. Anscheinend im Moment nicht. Ich kann ihn noch auf der Karte sehen. Aber jetzt habe ich mal Bomb-Op. Jetzt muss ich mal gucken, wie gut ich werfen kann. Schlecht. Habe ich nicht eingeholt, leider. Und er wird wahrscheinlich auch auf dem ersten bleiben, meine ich. Und dann bin ich wieder Zweiter.
Naja. Ich hätte mir jetzt erstmal den ersten Platz gewünscht, dafür, dass ich eben noch Dritter geworden bin. Jetzt bin ich mit Jeremy gleich auf. Ob ich Brettlaken überholen, das wird wahrscheinlich nichts. Nee, wenn Brettlaken mindestens immer Zweiter bleibt, dann schaffen wir das nicht. Selbst wenn wir zweimal Erster werden. Nur wenn Brettlaken mal Dritter wird, aber das taucht ja selten auf. Bis gleich. Wichtig ist jetzt also, dass wir unseren zweiten Platz halten. Und es ist im Moment auch das Beste, was wir überhaupt rausreißen können, denn erster Platz ist wahrscheinlich Geschichte für uns. Naja. Man soll zwar die Hoffnung nicht aufgeben, aber bei Brettlaken, der lässt die Hoffnung sehr schnell aussterben, muss ich sagen. Ich habe ihn mal wieder mit meinem grünen Panzer erwischt. Alter, was ist hier los? Das war jetzt glaube ich das dritte Mal, dass ich ihn mit einem grünen Panzer erwischt habe. Und ich habe ich jetzt auch gerade mit einem grünen Panzer erwischt. Yay! So. Ich bin mal wieder Erster, aber der Schein trügt. Ich werde wahrscheinlich nicht sehr lange drauf bleiben, beziehungsweise ich werde sehr lange drauf bleiben, bis zum Schluss. Und dann irgendwie wieder Zweiter werden. Naja, so. Hüpf, hüps, hüps. Was soll denn hüps? Keine Ahnung. Ich mag Lakito eigentlich sehr gerne, aber ist auch mal gut, dass ich mal ausprobiere, mit dem zu fahren. Und ich kriege gleich einen roten Panzer eingedonnert, natürlich genau hier. Und ja, aber ich sehe wieder keinen. Okay, jetzt sehe ich Brettlaken auf der Karte. So, aber den grünen Panzer werde ich ihn dann noch irgendwie reindonnern. Ich probiere es mal. Ne, natürlich schaffe ich es. Ich habe eigentlich nach hinten gedrückt. Ich habe genau geguckt. Ich habe genau nach hinten gedrückt. Wirklich, ganz ehrlich. Ist doch gemein. Ich sehe nichts. Ich habe eben kurz noch auf den unteren Bildschirm geguckt und wenn dann der Blooper oben ist, dann sieht man natürlich kaum was, hat man die Orientierung total verloren. So, diesmal das gerafft, dass ich nach unten gezielt habe. Ich bin immer noch Erster, okay, um keiner zu sehen. Aber ich lasse mich davon nicht sagen lassen. Das war natürlich auch wieder sehr schlau. Jetzt kommt ein roter Panzer auch noch, scheiße. Ich musste bremsen jetzt gerade, weil ich wollte nicht in der Luft getroffen werden. Ist ja verständlich. Und Brettlag ist genau hinter mir. Ich hab's geahnt, da kommt er auch schon. Ich habe gesagt, der Schein trügt ja. Oh, jetzt kommt ein Blaupanzer. Der ist für dich, mein Kumpel. Und das war knapp. Fast wäre ich mitgetroffen worden. Ich musste bremsen, ausweichen konnte ich nicht. Ich konnte nicht noch schärfer um die Kurve fahren. Das hätte nicht funktioniert. So, das für dich. Nicht reingefahren, dafür habe ich kein Item erwischt. Und jetzt hat er drei grüne Panzer. Und er zielt, er trifft aber nicht. Nein! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist natürlich jetzt gemein. Er schafft es immer wieder, mich irgendwie auszutricksen. Das ist noch ungewollt. Irgendwie. So. Jemand habe ich die Banane erwischt. Okay, er ist so weit weg. Ich sehe ihn gar nicht mehr auf der Karte. Toll. Und nun. So. Er fliegt wieder mal. Nutzt auch den Trick wie ich, dass auch ohne Pilz, dass es sich da mehr lohnt, darüber zu fliegen. Finde ich auch. Aber gerade deswegen kann ich ihn auch nicht einholen. Okay, Jeremy hat die 7. Da sehe ich ihn schon. Und ich habe einen Pilz, Freunde. Und jetzt setze ich ein. Und er hat kein Item mehr. Und ich bin Erster. Und ich kann jetzt langdüsen. Und erwische mich noch einen grünen Panzer? Nein. Ich bin Erster. Yay. Das Glück war diesmal auf meiner Seite. Das freut mich da auch mal. Sehr schön. Und es sieht sehr gut aus. Damit konnte ich Jeremy umso weiter überholen. Und sehen. Also Jeremy, Brettlaken kann ich nicht mehr überholen. Ich kann ja nur 3 Punkte erwischen. Und Brettlaken mindestens einen immer wieder. Und das wird es dann sein. Und wir sind uns gleich im letzten Rennen. Wie gesagt, ich kann Brettlaken nicht mehr überholen. Selbst nicht mal, wenn er rausfliegt. Nicht mal hier auf dem DK-Dschungel, weil ich nur 3 Punkte dazu bekommen kann, glaube ich. Oder waren es 4 Punkte? Jedenfalls, weil jetzt überlege ich gerade. Erwische ich ihn jetzt? Ich muss mal kurz... Nee, erwische ich nicht. Ja, er hat 10 Punkte und ich habe 7. Und er kriegt mindestens einen. Mit 3 Punkten reicht das nicht. Wie ihr seht. Ich glaube, ich kriege nur 3 Punkte eigentlich. Also zumindest habe ich eben nur 3 Punkte bekommen, glaube ich. Oder? Ich bin als Erster, dann kriege ich einen roten Panzer, aber ich habe keinen grünen Panzer. Und ich schieße den Ich schieße ihn ab. Warum habe ich den abgeschossen? Ich bin auszusehen vom L-Knopf runtergegangen. Und lande natürlich genau in der Spalte. Ah, verdammt. Warum muss ich mich bloß von dem Ding lösen, ey? Super, so. Dafür gibt es jetzt Rache. In dem kann er nicht ausweichen, weil er zumindest hat er keine Bananen. Doch, er hat Bananen hinten. Und ein roter Panzer ist gerade eben unten auf dem Boden da angekommen. Jetzt kriege ich den Boost nicht. Und jetzt hat er immer noch eine Banane. Toll. Wie soll ich das denn jetzt machen? Na, wie mache ich das, Freunde? Ich wollte jetzt nochmal werfen, aber hat nichts gebracht, wenn es die Grunde fällt. Nach hinten liegen bringt nichts, weil Jeremy wahrscheinlich wieder so weit weg ist. Na, wie macht man das? Wie kann man den nochmal schlagen? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich kann es nicht verraten. So. Ich sehe ihn überhaupt nicht mehr. Wieder auf der Karte nach vorne. So, jetzt mache ich keine Scheiße hier. Nein! Ich habe hochgezogen, eindeutig.
Aber nein, ich fall schon wieder runter. Und ja, das ist ja schon die letzte Strecke hier vom Ende. Und jetzt kriege ich eine Feuerblume und ein roter Panzer kommt auf mich zu. Jetzt muss ich zielen, Freunde. Denn ich muss die Feuerblume nach hinten schießen, um den roten Panzer abzuschießen. Jetzt nach hinten schießen! Oh, ich hab's geschafft, irgendwie. Warum zieht er nicht nach hinten, wenn ich nach hinten schieße? Und jetzt kommt ein roter Panzer, blauer Panzer. Ist gerade so an mir vorbeigedüst. Oh, da vorne war er. War ja gar nicht so weit weg. Oh, ich habe ihn überholt, weil Brettlack runtergefallen ist deswegen. Sehr schön, ich bin Erster. Mensch, das sieht noch so aussichtslos aus. Ich kann mich jetzt auch gerade nicht auf den Bildschirm konzentrieren, ob er jetzt gerade ist und nicht gerade ist. Jetzt geht's schon wieder. So. So zum Beispiel. Bild ist auch leicht unscharf. Ich kann es verstehen, aber... Bild weg... Die Lichtstärke ist auch immer unterschiedlich. Jetzt zum Beispiel hier ist es ja sehr hell und eben waren wir auch in einem dunklen Wald. Das ist natürlich was anderes. So, Brettlack hat jetzt auch einen Pilz. Dem kann er mich überholen. Ich habe eine Banane. Vielleicht fährt er ja rein. Er hat ihn eingesetzt und hat mich nicht überholt, Freunde. Das bedeutet, wenn er es jetzt nicht überschafft, mich zu überholen, bleibe ich Erster. Yay! Ich habe es nochmal geschafft. Finde ich gut. Und, tja, er hat 12 Punkte. Okay. Ich hätte es noch geschafft, ihn zu überholen, aber okay, wenn Brettlack ein Dritter geworden wäre, aber das glaubt man nicht. Wenn das passiert, dann... Ja, das wäre schon ein kleines Wunder, muss man sagen. Glückwunsch, ich bin immerhin Zweiter geworden. Und das war ein wunderschöner Termin, muss ich sagen. Alle drei Grand Prix sind bereits abgefahren. Danke nochmal an Brettlack und Jeremy, dass ihr wieder da wart. Und dann sehen wir uns beim nächsten Termin wieder oder woanders. Bis dann und auf Wiedersehen.